So, nach den letzten Anweisungen des Ringrichters geht es jetzt auch zum Kampf. Sehr, sehr schnell. Beide Kämpfer kämpfen sehr explosiv auf jeden Fall. Kämpfen auch beide sehr kontrolliert aus der Distanz, das finde ich sehr schön. Das ist so dieses typische Distanzkontrolle im Muay Thai. Ellbogenschoner von Peter scheint irgendwie verschoben worden zu sein, deshalb wird er mal kurz unterbrochen. Beide Kämpfer sind auf jeden Fall sehr ruhig, aber haben trotzdem gute Wirkungstreffer, die sie abliefern. Und jetzt scheint vor allem Peter relativ gute Treffer zu landen, mehrere Kicks. Noch ein Schlag zwischendurch. Ja. Den Clinch hingegen scheint jetzt Marco zu dominieren. Kommt Peter irgendwie nicht raus bisher. Hält einfach nur Hand vor. Müsste jedenfalls den Clinch zumachen und ihn zu unterbrechen. Oder irgendwie gegen die Hände ankämpfen von Marco. So, und somit ist aber die erste Runde zu Ende. Und dadurch wird Peter gerettet. Ja. Schwierig zu werten eine Runde, aber jedenfalls, wenn man es klassisch Muay Thai wertet, müsste man die Runde jedenfalls an Marco geben durch die vielen Knie im Clinch. Und durch die Clinch-Kontrolle insgesamt. Wo dann Peter doch etwas nachlässiger aussah. Nochmal Handshake vor der zweiten Runde, auch mal ein Zeichen für Respekt. Also ich fand, in der ersten Runde war Peter besser auf der Distanz, Marco besser im Clinch, und jetzt wird es darauf ankommen wahrscheinlich, in welcher Distanz sie kämpfen und wer die Distanz bestimmen kann, also wer die Initiative hat zu bestimmen, ja, wo kämpfen wir jetzt eigentlich? Und momentan sieht es ganz klar danach aus, als würde Marco das bestimmen, weil es wieder in den Clinch geht, wo seine Knie deutlich effektiver sind. Ja, der Sweep wurde abgebrochen durch das Seil und jetzt hängt Marco im Seil. Peter müsste jetzt, wo sie auf Distanz kämpfen, das ausnutzen. Wenn dann Clinch schon hinten liegt, müsste er auf jeden Fall auf der Distanz dominieren. Aber auch hier scheint jetzt Marco die Initiative übernommen zu haben und ist wieder in den Clinch gekommen, wo er bisher weitestgehend dominierte. Gerade!
Ja, ich weiß nicht, warum Peter nicht versucht, nach innen zu gehen mit dem Einarm. Einarm, also ist relativ offener Clinch von Marc, oder würde auf jeden Fall noch einen Arm durchpassen. Ja, man könnte wenigstens den Unterarm nach oben drücken, um dann rauszukommen aus dem Clinch. Aber es ist immer einfach, das zu sagen aus der Distanz. Hier von der Ringseite. Ich würde die Runde wieder einen Marc geben aufgrund der Dominanz im Clinch. Aber das hängt immer vom Wertungssystem ab. Das ist oft von Verband zu Verband, sowie von Punkterichter zu Punkterichter unterschiedlich. Jeder hat ja seinen eigenen Wert, auf den er legt, seine eigene Dimension, auf die er legt, Wert legt. Manche legen mehr Wert auf den Clinch, manche legen mehr Wert auf die Distanz, manche legen hauptsächlich Wert auf die Kicks. Also wenn man jetzt einen Kicks macht, egal wie viel Wirkung die hatten, der gewinnt. Das ist immer schwierig, das so auch von außen zu werten, als Nicht-Punkterichter. Aber so nach meiner Wertung würde ich das eigentlich an Marco geben. Seconds out, ringfrei für die dritte und letzte Runde. Oh, da ist Marco kurz ausgerutscht, nachdem er einen intensiven Kick gelandet hat. Die rechten Kicks von Marco sind echt stark. Kommen relativ viel Kraft an. Noch wieder die Dominanz im Clinch von Marco mit den Knien zum Körper. Ja, ist alles nicht unbedingt jetzt der größte Wirkungstreffer, aber es punktet. Jeder einzelne Treffer im Clinch punktet. Und nicht nur das, auch die Kontrolle des Clinches. Also dass er der ist, der die ganze Zeit vorgibt, dass geclincht wird und wo geclincht wird, und der andere gar keine Kontrolle hat, da irgendwie rauszukommen. Das ist auf jeden Fall Punkte in der Bewertung wichtig. Oh, jetzt kommt aber Peter mit guten Treffern, mit sehr starken Schlägen, die Marco, bei Marco kurz geklingelt haben. So sah es aus. Aber das Klingeln scheint jetzt auch aufgehört zu haben. Und jetzt sind sie wieder am Clinch. Da muss Peter auf jeden Fall schnell raus. Letzte 40 Sekunden, da muss Peter jetzt raus, wenn er irgendwas noch hier reißen will, diese Runde gewinnen will. So, er muss diese Unterarme bekämpfen. Er muss die Unterarme lösen und raus. Anders geht das nicht. Das wird wahrscheinlich zwei Knie kosten, die er dann nimmt dadurch, aber anders kommt er nicht raus. Aber dieses Halten macht jetzt keinen Sinn, wenn er punktemäßig hinten liegen sollte. Und das müsste er eigentlich. So. Jetzt ist der Kampf vorbei. Ich glaube, der Kampf müsste einstimmig in die rote Ecke gehen. Einstimmiges Punktrichterurteil. Der Sieg geht in die rote Ecke. Marco Ernst. Genau wie erwartet. Der einstimmige Sieg der roten Ecke. Und jetzt kommen wir zum Titelkampf des heutigen Abends.
eigentlich ohne dich. Peterchen, komm her.